Hallo, liebe Sims 4 Freunde, willkommen zurück. Ja. Ich weiß auch nicht. Irgendwie stehen die nur noch da draußen. Ich mache irgendwas in Wäldeverwaltung und die Sims stehen gleich draußen. Es ist so schlimm. Ich habe die Alterung jetzt wieder ausgemacht, weil ich mit einer Sims 4 Challenge anfangen möchte. Und da ist halt die Bedienung, dass die Alterung aus ist. Deswegen habe ich es jetzt komplett ausgemacht wieder. Weil sonst müsste ich da immer dran denken, wenn ich dann hierfür aufnehme oder dann für die Challenge, dass ich das an- und ausmache. Und nee, ich habe dann. Wir lassen es jetzt mal aus. Wir können es ja, wenn die Challenge rum ist, immer noch wieder anmachen. Je nachdem. Wann genau ich mit der Challenge anfange, weiß ich jetzt noch gar nicht. Ich habe jetzt mal die Sims vorbereitet. Soweit. Das Haus ist. Warum ist eigentlich die Leiste immer wieder so leer? Ich habe keine Ahnung. Das Haus für die Challenge ist auch soweit. Wenn es. Ja, das ein oder andere werde ich wahrscheinlich noch ändern. Weil so hundertprozentig zufrieden bin ich noch nicht. Und wenn das dann alles zu 100% passt, dann werde ich mit der Challenge anfangen. Und dann bin ich mal gespannt, wie das wird. Ich habe noch nie eine Challenge gemacht, weder bei Sims 3 noch hier jetzt. Ich glaube, für Sims 2 gab es auch schon eine Challenge. Sicher bin ich mir gerade nicht. Da gab es aber bestimmt auch schon eine, die an mir wahrscheinlich dann spurlos vorbeigegangen ist. Auf jeden Fall, bei Sims 3 weiß ich, gab es Challenges, aber ja, die sind halt irgendwie auch an mir vorbeigeflogen, sag ich jetzt mal. Da habe ich auch nie eine probiert. Das heißt, ich werde meine erste Challenge mit euch zusammen machen und das für Sims 4. Bin ich mal gespannt, was das gibt. So. Er redet über vergammelte Bananenschalen mit Fröschen. Okay. Scheint eine richtig tolle Geschichte zu sein. Ihr gefällt sie auf jeden Fall. Wir haben hier ein bisschen, ja, unseren Garten. Wir müssen uns unbedingt wieder um unseren Garten kümmern. Oh mein Gott. Wir haben hier ein bisschen umgestellt, die letzten Parts. Im vorletzten Part, glaube ich, war das. Wo ich hier mal so ein klein wenig umgestellt habe. Was ist das? Was ist das? Ja, stimmt. Da ist noch eine Gruppe beitreten. Irgendwas wollte ich gerade noch sagen. Irgendetwas wollte ich gerade noch sagen. Ich weiß es nicht mehr. Muss mal kurz Farbe ändern. Diesen Ding in Rot. Ja, Mama. Rot. So, nee. So, Challenge. Challenge erledigt. Und da muss ich auch mal gucken, wie ich das mache. Ob ich dann abwechsel, zum Beispiel einen Tag normales Sims 4 Let's Play und einen Tag später Challenge oder ich muss mir da mal echt einen Plan machen, wie ich das dann hochlade. Wie ich das dann am intelligentesten, nein, du kannst jetzt nicht schlafen, aufnehmen. Aufwecken. Weck die mal auf. Nein, einmal recht. Das ist aufwecken, ehrlich. Seriously? Hat er mich veräppelt? Guckt jetzt ernsthaft eine Kinderserie? Ich
Hübsch, das Digimon. Sieht aus wie Digimon. Das ist hundertprozentig so ein Digimon-Abklatsch, ich sag's euch. Was ist das? Ist das jetzt Power Rangers? Es könnte auch ein Musikvideo sein von keine Ahnung. Ich sag nix. Das sieht ja lustig aus. Das sind die weiß, die MySims-Figuren da. Ich glaube, die heißen MySims. Ihr könnt mich korrigieren, wenn es nicht stimmt. In den Kommentaren. Aber ich glaube, das sind die MySims. Das ist eindeutig Digimon. Ich bin mir hundertprozentig sicher, dass es. Okay, es könnte auch Pokémon sein. Aber nein, ich bin eher für Digimon. Das muss Digimon sein, ich sag's euch. Was? Sie muss in einer Stunde zur Arbeit. Wie viel Uhr haben wir? Ist echt schon so. Wollt ihr mich veräppeln? Wer hat die Toilette kaputt gemacht? Wir müssen echt in 42 Minuten zur Arbeit. Yay! Wir haben die ganze Nacht einfach mal durchgequatscht und Digimon angeguckt. Yay! Was gibt's Schöneres? Digimon mochte ich. Hab ich gern geguckt in meiner Kindheit. Staffel 1 und 2 sowieso beste. Dritte Digimon-Themas fand ich aber auch noch geil. Die vierte Digimon-Frontier fand ich auch genial. Und ab dann hat's aufgehört. So, die ersten vier Digimon-Staffeln habe ich angeguckt, jede Folge. Und dann hat es aufgehört. Irgendwann habe ich mal mitgekriegt, es gab irgendwie noch eine fünfte, aber irgendwie ist auch an mir spurlos vorbeigezogen. Ja, wir gehen jetzt arbeiten. Wir sind todmüde, egal, wir gehen arbeiten. Weil wir sind eine gute Krankenschwester. Krankenschwester, so rum. Und gehen arbeiten. Wer die Nacht durchmachen kann, kann auch arbeiten gehen. Wer es glaubt. Ja, das ist wie wenn die Eltern sagen, wer abends saufen kann, kann auch morgens aufstehen. Ja, das stimmt auch nicht. Haben wir alle schon hinter uns. Ja. Ja, nein, ich lasse das unkommentiert. Besser ist das. So, jetzt muss ich mal gucken, dass du uns hier während der Arbeit nicht einschläft. Wir haben Rechnungen gekriegt gerade eben. Perfekt, weil wir sind nicht zu Hause. So, dann schauen wir mal. Wir fangen hier an. Freundlich vorstellen. Dann untersuchen wir ihre Ohren. Wir werden ihr nachher einen Kaffee oder sowas reindrücken. Wer begrüßt sie? Sie denkt an Cupcakes. So, wenn wir dann die Ohren untersucht haben. Weitere Untersuchungen notwendig. Temperatur messen. Ah, unsere Geister sind auch wieder da. So. Das ist Allison Campbell. Ich habe eigentlich versucht, die ganzen Geister hier loszuwerden, Ashley Singer. Aber irgendwie, ich habe sie gelöscht. Ich bin wirklich in jede Stadt.
Und hab versucht, oder hab halt die ganzen Geister rausgelöscht. Und ja, wie man sieht, hat's nichts gebracht. Die Geister sind immer noch da. Hab wirklich jede Familie, wo ein Geist drin war, rausgelöscht, eine neue rein ins Haus. Aber ja, ich glaube, das sind so Never-Ending. Sie werden immer bleiben. Geister halt. So, mit ihr können wir eigentlich mal so einen Laufbahntest machen. Ärztliche Anordnung, Laufbahntest anordnen. Das Geräusch hat sich nicht gut angehört. Okay, wir haben keine eindeutigen Ergebnisse. Also auf zum Laufbahntest. Ja, das ist doch so motivierend, oder nicht? Wenn die Medizintechnikerin schon mit dieser Gangart vor dem Patienten herläuft, das motiviert doch den Patient. Der Patient fühlt sich einfach in sicheren Händen, oder nicht? Okay, die macht Sport in Unterwäsche. Der Blick. Ich liebe die Gesichtsausdrücke, wenn Sims auf dem Laufband sind. Sie gucken einfach so nach dem Motto: Hilfe! Hilfe, rette mich! Ich brauche Hilfe! Aber das gar nicht so ist. Denen geht's gut. Alles easy. In sicheren Händen. Wir werden die nächste Patientin umbringen. Ich sag's euch. Jemand hat im Krankenhaus angerufen und um einen Hausbesuch gebeten. Klick auf den Empfang, um den Haushalt zu besuchen. Darf ich vorher einen Kaffee trinken? Danke. Okay. Hat jetzt auch nichts gebracht. Müssen wir mal über Allgemeinzustand reden? Dann haben wir den Hausbesuch. Allgemeinzustand reden. Trink aus. Wer ist denn das? Bleib mal stehen. Jonas Völl, Hilfskrankenpfleger. Okay. Das da brauchen wir nicht mehr. Was tut er? Hat er uns jetzt rufen? Hat er uns jetzt, hat sie uns gerufen? Habe ich irgendwas verpasst? Ja. Hausbesuch abstatten. Ne, wir quatschen jetzt nicht mit den zwei. Ja, machen wir. Jetzt bin ich mal gespannt. Können wir da überhaupt irgendwas großartig machen? Mal schneller. Schneller laden. Na, also geht doch. Der Leuchtturm, wisst? Interessant, ein schöner Pool. Und wer hat mich jetzt gerufen? Hallo? Hat sie mich ge Ah, sie hat mich gerufen. Das ist
Das ist auch mal interessant. Das Bett mitten im Raum würde mir persönlich jetzt nicht gefallen. Bin ich kein Freund von. Egal. Klimmen wir mal woanders rum, bitte. Mal freundlich vorstellen allerdings und dann geben wir immer Medizin. Das Haus so an sich gefällt mir aber eigentlich, bin ich ganz ehrlich. Finde ich voll schön. Quatsch, nicht so viel mit dir, wir müssen wieder zurück ins Geschäft. Du sollst nicht mit ihr plaudern, du sollst ihr, gib ihr mal einen medizinischen Rat. Haben wir jetzt schon die Medizin gegeben? Was machen die bitte? Wollte mich verarschen. Ich glaube, wir haben mir die Medizin schon gegeben. Dann können wir ja auch zurück ins Krankenhaus gehen. Zurück zum Krankenhaus. Okay, bin jetzt leicht verwirrt. Ganz leicht. So, jetzt müssen wir noch kurz den Tag fertig machen. Also das mit dem Hausbesuch, das muss ich nochmal. Müssen wir beim nächsten Mal nochmal gucken. Ich glaube, ich habe bestimmt da irgendwas falsch gemacht. Wahrscheinlich irgendwas angeklickt, was ich nicht hätte anklicken sollen. Und ja. Wahrscheinlich stirbt es jetzt an einem gebrochenen Fingernagel oder sowas. Warum ist sie jetzt bitte hier? Und wo ist meine Patientin eigentlich hin? Hallo? Hallo? Hallo, geht's noch? Leute, wollt ihr mich veräppeln? Okay. So, ärztliche Anordnung, Röntgen untersuchen. Du machst mal fleißig arbeiten. Oh. Marco Müller, Senior Arzt. Manchmal trifft man hier schon neue Sims, das ist auch lustig. Trotzdem wüsste ich gerne, wo meine Patientin von vorhin abgeblieben ist. Irgendwie ist die weg. Mila Munch. Ah, da ist sie. Was zum Teufel treibst du eigentlich schon wieder? Du wirst mal ein Kaffee-Junkie, ich sag's dir. Ja, dann geh bitte auf Toilette.
Wieso bringt eigentlich der Kaffee nichts? Muss die den komplett leer trinken, damit der erst was bringt? Oder weil irgendwie ihre Energie ist im Bodenlosen? Temperatur. Die Geister eine ganz komische Stimme. Das halt so ein bisschen. Das ist ganz komisch. Ja. So, jetzt. Schauen wir mal, ob wir noch Silber hinkriegen. Marie Wahrscheinlich Schreiber. Oh nicht. Ja. Krabbeneck-Steam. Du Kaffee-Junkie, jetzt sieht die 20 Minuten auch noch ohne Kaffee aus. Sag ich doch. Ich mache dann hier auch wieder einen Cut. Wir sehen uns dann auf jeden Fall im nächsten Part wieder. Bis dahin wünsche ich euch einen schönen Tag. Ciao!